Willkommen zu WatchMojo Deutschland und heute präsentieren wir euch unsere Top 10 der befriedigendsten Momente in Videospielen. In dieser Liste sehen wir uns wiederkehrende Momente und Aktionen in Videospielen an, die den Spielern am meisten Freude bringen. Haben wir etwas vergessen? Lass es uns in den Kommentaren wissen. Platz 10, BFG 9000 und die Super Shotgun, Doom-Reihe. Es ist keine leichte Aufgabe für Doomguy oder die Spieler, die ihn steuern, sich durch die verschiedenen Teufelsbruten zu kämpfen, die den Mars und seine Monde angegriffen haben. Wenn Doomguy und der Spieler also die Chance bekommen, mit einer mächtigen Waffe die Dämonen zu vernichten, die ihnen einst so viel Ärger bereitet haben, naja, Rache ist ein Gericht, das am besten am Ende eines Gewehrlaufs serviert wird. Egal, ob der Spieler die Super Shotgun mit ihren befriedigenden Geräuschen und dem ständigen Nachladen benutzt oder mit der BFG 9000 grünes Plasma verschießt, das jeden Feind auf seinem Weg auslöscht, diese beiden Waffen machen eine Menge Spaß. Platz 9. Den Bildschirm freiräumen. Tetris Franchise. Tetris ist eines der am meisten gespielten und kopierten Puzzlespiele aller Zeiten. Das Ziel, Blöcke in eine Reihe auszurichten, um sie verschwinden zu lassen, ist einfach, aber auch extrem befriedigend in Aktion zu sehen. Neben der einprägsamen Musik ist es aber auch eine andere Sache, die den Puls des Spielers in die Höhe treibt, wenn sich der Bildschirm mit Blöcken füllt und man nicht in der Lage ist, sie wegzuräumen. Wenn du also angesichts der zunehmenden Anzahl von Blöcken in Panik gerätst, gibt es nichts Beruhigenderes, als den einen Block zu finden, den du brauchst, um alles wegzuwischen und neu zu beginnen. Platz 8. Duelle gewinnen. Ghost of Tsushima. Die Kämpfe in vielen Actionspielen können sich schnell eintönig anfühlen, aber Ghost of Tsushima hebt sich durch diese großartige Mechanik ab: Pattsituationen. Anstatt zu rennen und so lange auf die Tasten zu hauen, bis dein Gegner tot ist, kannst du ihn zu einem ehrenhaften Duell herausfordern. Dann kommt es zu einem filmischen Part wie am Ende eines Samurai-Films, bei dem du mit präzisem Timing zuschlagen musst, um deinen Gegner zu töten. Auch wenn es enttäuschend und frustrierend sein kann, wenn man es richtig macht, fühlt man sich bei dem Zeitlupen-Todesstoß wie ein knallharter Kerl. Platz 7. Den S-Rang erreichen. Verschiedene. Jeder erfährt es gerne, dass er gut abgeschnitten hat, und Videospiele geben oft Buchstabennoten, um anzuzeigen, wie erfolgreich der Spieler bei einer bestimmten Aufgabe war. Diejenigen, die mit dem amerikanischen Bildungssystem vertraut sind, werden jedoch wahrscheinlich verwirrt sein, dass bei vielen Spielen, insbesondere in Japan, die höchste Note nicht A lautet. Stattdessen ist es ein S. Um einen S-Rang in einem Spiel zu erreichen, muss man in der Regel einen Level oder eine Herausforderung mit absoluter Perfektion und oft auch innerhalb eines bestimmten Zeitlimits abschließen. Das S könnte auch für Skill stehen, denn wenn du es schaffst, weißt du, dass du ein Skiller bist. Ist klar, oder? Platz 6. Einen Boss besiegen. Soulspawn Franchise. From Software hat einige der beliebtesten Action-RPGs des letzten Jahrzehnts entwickelt. Dazu gehören die Souls-Franchise sowie Spiele wie Bloodborne und Sekiro Shadows Die Twice. Sie alle sind bekanntermaßen schwer abzuschließen und der Spieler muss sehr oft sterben. Der Fortschritt in den Spielen beruht in der Regel auf dem Besiegen von Endgegnern. Und obwohl die normalen Feinde oft genug dafür sorgen, dass einem das Leben mehrmals vor Augen geführt wird, sind die Endgegner auf einer ganz anderen Ebene angesiedelt. Ihre Muster zu finden, ist eine Frage von Ausprobieren. Wenn du diese oft monströsen Bosse endlich besiegt hast, wirst du die Sonne und all das andere preisen, das du überlebt hast. Ausnahmsweise. Platz 5. Hades das erste Mal besiegen. Hades. Hades
Hades zu besiegen ist gleichbedeutend damit, das Spiel abzuschließen. Hades ist ein Hack-and-Slash-Roguelike-Spiel, was für alle Neulinge da draußen bedeutet, dass die Action schnell und rasant ist. Und wenn man stirbt, wird man im Grunde zurückgesetzt, allerdings mit einigen zusätzlichen Vorteilen. Das sorgt für einen hohen Schwierigkeitsgrad und zahlreiche Durchläufe, während du versuchst, den griechischen Gott der Unterwelt zu besiegen. In Anlehnung an einen anderen griechischen Mythos kann man sich in diesem Spiel wie Sisyphus fühlen, der einen Felsbrocken ewig den Berg hinaufschiebt. Aber im Gegensatz zu ihm kannst du den Sieg erringen, und wenn du ihn erlangst, ist das wie der Genuss von Ambrosia. Platz 4: Diamanten finden. Minecraft. Diamanten sind der beste Freund des Spielers. Beim Abbau von Materialien finden die Spieler viele Materialien, mit denen sie neue Dinge herstellen können. Das nützlichste Material ist jedoch zweifellos der Diamant, denn aus ihm lassen sich einige der wichtigsten Gegenstände herstellen. Dazu gehören die widerstandsfähigsten Rüstungen und Spitzhacken, die gegen harte Gegner und beim Abbau von hartem Material wie Obsidian nützlich sind. Diamanten sind in der Regel auch am schwierigsten zu finden, da sie oft tief unter der Erde spawnen und lange Abbauzeiten erfordern. Das Auffinden von Diamanten ist wie das Finden von Gold in der realen Welt. Gold in Minecraft zu finden ist einfach nichts Besonderes. Platz 3: Gegner spiken, Super Smash Bros. Reihe. In einem Super Smash Bros. Spiel geht es darum, deine Gegner von der Bühne zu stoßen. Manchmal können sie sich jedoch erholen, indem sie springen oder sich auf andere Weise zurück auf die Bühne katapultieren. Du kannst diesen Versuch jedoch unterbrechen und sie mit einem Smash-Angriff, der nach unten schlägt, in die Grube darunter stürzen lassen. Diese Technik wird in der Regel Spiking oder Meteor Smashing genannt. Technisch gesehen gibt es nur in Melee echte Spiken, aber egal wie man es nennt, die Aktion ist fast buchstäblich ein Dank auf den Gegner. Obwohl die meisten Spiele die Möglichkeit bieten, sich von diesen Treffern zu erholen, kann das Timing knifflig sein. Trotzdem ist es ein gewisses Vergnügen, zuzusehen, wie die Hoffnungen deines Gegners zunichte gemacht werden. Platz 2: Ein legendäres Pokémon fangen. Pokémon-Reihe. Wir haben auch über glänzende Pokémon nachgedacht, aber nicht jeder sammelt sie gerne und jedes glänzende Pokémon ist ein Gewinner. Legendäre Pokémon hingegen stehen auf der Must-Have-Liste eines jeden Trainers. Legendäre Pokémon sind in der Regel auf der Schachtel abgebildet und gehören zu den mächtigsten und/oder handlungsrelevanten Pokémon in den Spielen. Ein Pokémon zu bekämpfen kann schon schwierig genug sein, aber eines in einem Pokéball zu bekommen und es in dein Team zu holen, ist so ziemlich das höchste Maß an Zufriedenheit, das man im Spiel erreichen kann. Selbst wenn du dich entscheidest, auf die Kopfschmerzen zu verzichten und es einfach mit einem Meisterball zu bewerfen, fühlt sich das Fangen eines unglaublich starken Pokémon immer noch wie das Allerbeste an. Naja, fast. Vor unserem Platz 1 kommen hier noch ein paar lobenswerte Erwähnungen. Triple Jump, Super Mario 64. Seine immer höher werdenden Sprünge haben einen Rhythmus, bei denen man nur vor Freude jubeln kann. Einspruch, Ace Attorney Reihe. Zu sehen, wie sich die Aussage des Angeklagten oder Zeugen auflöst, ist so erfreulich. Eine Truhe öffnen, The Legend of Zelda Reihe. Wie kann man diese Melodie nicht lieben? Bevor wir weitermachen, abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um über unsere Videos informiert zu werden. Platz 1: Die Axt zurückrufen, God of War. In der Rolle von Kratos, dem titelgebenden Kriegsgott, greifen die Spieler ihre Feinde normalerweise mit einer Axt an, die Kratos für einen Fernkampfangriff verwenden kann. Anstatt jedoch wie ein Sterblicher zur Axt zu gehen und sie aus dem gefallenen Feind herauszuholen, kann man die Axt in Kratos' Hand zurückrufen, so wie es ein Gott tut.
Die Mechanik zum Werfen und Zurückholen der Axt ist vom Konzept her so einfach, aber die Ausführung ist so ungemein befriedigend. Egal, ob du einfach nur deine Hand ausstreckst, um wie ein knallharter Kerl auszusehen, oder ob du dich darüber wunderst, dass die Axt auf ihrem Rückweg Feinde töten kann. Es verliert nie seinen Charme. Was hältst du von der Liste? Sieh dir diese weiteren Videos von WatchMojo Deutschland an. Abonnier nicht vergessen und drück auf die Glocke, um kein Video zu verpassen.